Herzlich willkommen zum Aftermatch Talk nach der Partie der von unserem SSV Jahn gegen den Meidericher SV. Endlich mal ein Heimsieg. Ich glaube, der letzte war gegen Paderborn 2-1. Alle Steine sind von den Schultern und Herzen gefallen. Normalerweise gibt's einen Aftermatch Talk mit Tali und Lukas, aber der Lukas hat anscheinend das Turmfunk Equipment dann wieder falsch zusammengebaut, weil er schon beim Abbauen war. Und jetzt habe ich die Aufnahme gehört und man hört gar nichts, weil wahrscheinlich das Laptop Mikro das war, mit dem sie aufgenommen haben. Deswegen ich im Nachhinein alleine aus dem Büro, damit's überhaupt was gibt. Tut mir leid. Und ja, ich hab's mir auch die ganze Zeit angeschaut, saß neben am Turmfunk. Deswegen glaube ich, dass ich ein bisschen was mitbekommen habe. Ging gleich mal für den MSV gut los. Abstimmungsprobleme da mit Gebhardt und ich weiß nicht, wer es noch war, Ballas wahrscheinlich oder Bräunig. Danach gab's eine gefährliche Ecke, die klatscht aber Gebhardt über dem Pfosten. Aus kurzer Distanz hat er wieder super reagiert auf der Linie. Das kann man ihn ja wirklich nicht vorhalten. Da macht er einen Top-Job. Danach sind wir besser ins Spiel gekommen aus meiner Sicht. Was auch zu einer 1000-prozentigen Chance führte. Und zwar Kota setzt sich durch, legt dann rüber zu Feed. Der steht budelnackert vor dem gegnerischen Torwart. Muss ihn eigentlich direkt nehmen, nimmt ihn an, dann verspringt der Ball im 16er, da kann der Gegner noch hin und den Ball abblocken. Aber ja, das ist jetzt schon die dritte oder vierte hundertprozentige Chance, die Feed nicht macht. Aus meiner Sicht heute auch einer der schlechteren Akteure, trotz des Sieges, ist ja dann auch zu Recht aus meiner Sicht ausgewechselt worden. Also der hängt seiner Form noch hinterher, sollte ja eigentlich auch so eine Art Unterschiedsspieler sein. Ich meine, der hat einige Zweitliga-Einsätze mitgemacht, kennt die Mannschaft, also kennt den Stamm der Mannschaft, die noch da sind, sollte langsam auch einen kleinen Führungsanspruch haben. Also da kann er mit sich selber auch, finde ich, nicht sehr zufrieden sein. Danach waren wir eigentlich besser im Spiel, finde ich. Gab dann auch eine kurze Trinkpause, da hat man gesehen, dann gab es nochmal Anweisungen und vermutlich auch, dass sie mal ein bisschen abziehen sollen und dann ist es auch passiert, Rechtsschuss vom Schönfelder und Kota nimmt den Abstauber ab. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob es abseits war, ich glaube nicht, aber auf jeden Fall ist es auch bezeichnend, finde ich, dass ein Außenspieler unsere Abpraller dann ins Tor schieben muss und in Anführungsstrichen wieder nicht gut dasteht. Der tut sich da wirklich alleine vorne sehr, sehr schwer. Und wie es Jan typisch ist, ich habe dann auch wieder geschrieben in Discord, tut mir leid, wir sind der dümmste Verein der Welt, aber manchmal fühlt es sich halt echt so an. Es hat keine 3 Minuten gedauert, bis wir wieder völlige Koma in der Abwehr hatten. Da kommt Stierlin völlig frei zum Kopfball, vorher aber eben so eine Rechtsflanke ohne Bedrängnis. Und es steht 1-1. Ich habe es nur im Augenwinkel dann gesehen, weil ich am Handy rumgetippt habe. Aber es ist schon wieder wirklich, Kuddelmuddel da hinten drin. Und man kann ihnen nicht so viel Vorwürfe machen. Wir verteidigen da wirklich 89 Minuten saugut. Aber ein so ein Dödelding haben wir jedes Mal drin. Das müssen wir noch abstellen. Und ja, dann sieht es ganz gut aus. Wir waren halt sehr außenlastig die erste Halbzeit, finde ich. Es ging brutal viel über die Außen. In der Mitte war immer Riesenlöcher drin. Es ist vorne und hinten nicht zugelaufen worden. Die Flanken kamen immer auf den zweiten Pfosten, der nicht besetzt war. Dann habe ich mal geschrieben, eben, aber das war schon vorm Kota sein Tor. Wir können nicht über die Außen, entweder müssen die Außen abschließen oder wir besetzen die Box besser. In der zweiten Halbzeit hat man, finde ich, ganz gut reagiert. Hotman für Feed, Ganaus für Hut, dann in der 58. Minute davor ist nicht so viel passiert. Ein Fernschuss von Salah, sagt der Ticker, den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und dann fand ich uns wirklich mehr und mehr besser. Man hat zwar immer wieder das Gefühl, wir könnten in irgendeinen Konter laufen, aber offensiv war das vor allem als man wurde Diawuzi eingewechselt, der war schon der 46. Die haben da Dreiecke gebildet, das hat sich wie Stuttgart in den 90er Jahren angefühlt teilweise. Zwar brotlose Kunst, weil in der Mitte wieder kein Abnehmer da war, aber
man hat schon gemerkt, da ist vor allem über den Außen so brutal Qualität drin, der absolute Oberhammer. Und das hat dann auch zu zwei Großchancen geführt. Kota zieht nach links, nach innen, wird nicht entscheidend angegriffen und drückt aus der Distanz knapp drüber. Dann eine Ecke, Ganaus köpft den Ball wirklich aus allerkürzester Distanz mit 400 km/h an die Latte. Unfassbares Pech. Aber dann schöner Konter wie hat's gemacht? Hotman spielt den Ball in die Gasse auf Ganaus, schreibt der Kicker. Und ja, also sowas habe ich schon selten gesehen. Ganaus lässt ihn wirklich unfassbar gut ins Leere laufen, sein Gegner. Und dann mit seinem schwachen Fuß zickelt er ihn oder ja, unhaltbar ins lange Eck für den Torwart. Also dritte Liga, Wahnsinn. Also so technisch stark habe ich das schon lange nicht mehr gesehen. Wir waren jetzt ja auch die letzten Monate nicht sehr verwöhnt, aber der Junge, wenn er sich nicht verletzt, können wir, glaube ich, echt noch viel Spaß haben. Und nicht zu Recht wird, zu Unrecht wird er ja im Discord auch gefeiert. Dann hat man tatsächlich sogar noch Chancen fürs 3-1, wieder 3-1, wieder Ganaus, wird überhaupt nicht angegriffen, läuft aufs Tor zu. Knallt das Ding dann aber viel zu überhastet am Pfosten vorbei. Hat so ein bisschen nach Bauernspitz ausgesehen, war es aber nicht, aber so ungefähr war aber der Schuss. Und dann haben wir es aber, finde ich, relativ cool zu Ende gespielt. Für Jahn-Verhältnisse auch wieder sehr offensiv, so wie der alte Jahn in Anführungsstrichen. Also nicht versucht hinten einzuigeln. Es wurde sogar noch Graf eingewechselt und Eisenhut für Geipel. Ja, also vor allem Graf dann auch schon in der 79. Minute, also kein Verlegenheitswechsel für 2-3 Minuten, sondern der Junge hat jetzt dann auch nochmal eine Viertelstunde dritte Liga bekommen. Das ja spricht auch für sich. Ich hoffe, das nimmt er auch als Anlass, nochmal eine Schippe draufzulegen. Wir würden uns ja, glaube ich, alle wünschen, noch mehr Verknüpfung zwischen Jugend, U21 und der ersten Mannschaft. Da ich jetzt nicht viel mehr rausholen kann aus dem Aftermatch-Talk, habe ich jetzt für euch nochmal die paar Tourfunk-Highlights zusammengeschnitten. Erwartet es nicht jedes Mal, aber wenn ich die Zeit finde, dann würde ich es versuchen. Vor allem, wenn sie so legendär sind wie ja vor allem die Chance von Feed von Tali kommentiert. Kommen wir jetzt über die linke Seite, aber erstmal wieder der Weg zurück über Sänger und Mai, aber kapitaler Fehlpass, 3 gegen 2 jetzt, Kota gegen Mai, müsste Schnelligkeitsvorteile haben, erster Haken, zweiter Haken, spielt rechts rüber, macht das Ding, ach, mein Gott, hey, willst du Kaffee und Kuchen für eine, Uiuiui, also man kann schon erkennen, wie, dicke Chance, ja. Ah, sorry, will er noch Kaffee und Kuchen haben, nimm den Ball direkt, dann ist er drin. Ah, Mann. Es folgt das 1-0. Konter für den Jahn. Oskar Schönfelder ist da. Zieht in die Mitte. Schussposition. Zieht er ab. Abgefälscht. Hut drin. Tor. Nicht Udvars, sondern die 27. Dominik Kota ist da. Der 1-1 Ausgleich. Vorsicht jetzt. Die Gäste Seitenwechsel rechts raus auf Bitter, der kommt punktgenau an, super Pass, das muss man sagen. Vorsicht, jetzt hat ein Haken, Flanke kommt da rein, Chip, Ball, Vorsicht, Tor, 1-1. Und das erlösende 2-1. Regensburger laufen an, zwingen dadurch den weiten Abschlag. Da ist jetzt Buric, der auf Ganaus, schön abgelegt, auf Hotman, der hätte jetzt ein bisschen Platz. Buric läuft, super, ist schon im 16er, komm. Lässt ihn aussteigen, schießt. Ja! Yeah! Tor! Und das Chapeau. Macht das super. Überragend. Noch einmal ein Haken und in diesem Fall genau die richtige Aktion. Lässt den Duisburger ins Leere laufen und dann schiebt er überlegt mit links ein. Schaut sich da noch den Torwart aus. Hat er stark gemacht, der Junge. Noah Ganaus aus.